Und ja, das von meiner Seite, Jan, deine 12 Minuten. Wir freuen uns sehr. Und let's keep on rock and roll. Hallo, ich bin Jan Hildebrand von Eimsbüttler Nachrichten und ich erzähle heute was über Lokaljournalismus und Street Credibility, weil ich Lokaljournalismus mache und Street Credibility habe. Wir machen einerseits so ein schönes Magazin alle 3 Monate, aber vor allen Dingen machen wir Online-Nachrichten. Und ich habe eine These mitgebracht. Der Anfang der These ist vielleicht noch nicht so eine gewaltige These. Der Journalismus hat ein Glaubwürdigkeitsproblem und ein Finanzierungsproblem. Das ist wahrscheinlich hinlänglich bekannt. Aber der zweite Teil der These ist, dass ich eine Lösungsidee habe. Ich denke, dass die Lösung für beides in dem Bilden von lokalen Communities liegt. Also einmal auf der redaktionellen Seite im Austausch, im ständigen Austausch mit den von der Redaktion, mit den Lesern. Und auf der anderen Seite muss man die lokale Wirtschaft vernetzen. So, das sind im Grunde die beiden, erstmal eigentlich 2 Communities, wenn man so will. Kommen wir erstmal zu dem redaktionellen Teil, wie man sich da Street Credibility über die Jahre erarbeiten kann. Das funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen, aber wir machen das jetzt seit 7 Jahren und ganz wichtig ist, dass man halt authentische Berichterstattung macht. Das ist auch nicht weiter überraschend. Man muss für die Leser erreichbar sein, also nicht nur irgendwie die Möglichkeit geben, dass man da Kommentare schreibt oder so, sondern dass man auch darauf eingeht, dass man auch die dass man angerufen werden kann, dass die Leute einem Themenvorschläge schicken, wir haben da so einen fetten Button, Thema vorschlagen und so. Das heißt, das funktioniert ganz hervorragend, wir kriegen viel mehr Themenvorschläge, als man bearbeiten kann. Man muss die Leute einfach auch mit einbinden. Außerdem muss man als Zeitung irgendwie einen Stil entwickeln, einen individuellen Stil, man muss Haltung zeigen. Und was ganz wichtig ist, und das machen aus meiner Sicht die meisten Zeitungen zu wenig, auch Haltung, sich um die Belange des Stadtteils kümmern. Also da hatten wir jetzt zuletzt während Corona die Möglichkeit zu, dazu komme ich aber später. Die Community auf der lokalen Wirtschaftsseite haben wir im Grunde zusammengefasst oder erstellt, wenn man so will, mit einem Stadtteilportal. Da sind mittlerweile über 1000 Eimsbüttler Geschäfte, Restaurants, Cafés, Dienstleister, Vereine, Parteien und so weiter eingetragen. Im Grunde bilden wir den gesamten Stadtteil ab darüber und geben den lokalen Geschäften die Möglichkeit, mit relativ wenig Geldaufwand eine gewisse Google-Auffindbarkeit zu kriegen, was die meisten kleinen Läden sich in der Form gar nicht leisten könnten, wenn sie eine Agentur dafür beauftragen würden. Genau, aber es sind trotzdem erstmal im Grunde zwei getrennte Communities. Auf der einen Seite die Leserschaft, auf der anderen Seite die lokale Wirtschaft, die wir über dieses Portal abbilden. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich sagte, man muss auch was für die Belange des Stadtteils tun. Während des Lockdowns war es in Eimsbüttel halt so wie überall, dass die ganzen Geschäfte zumachen mussten, ist ja klar. Und da unsere meisten Kunden kleine Eimsbüttler Kneipen, Restaurants, Einzelhändler, Dienstleister sind, haben wir natürlich gemerkt, dass es für uns auch ein Riesenproblem ist. Wir finanzieren uns überwiegend über Werbung und wenn die kleinen Geschäfte keine Werbung schalten, haben wir ein großes Problem. Und da wurde uns ganz schnell klar, dass wir nur überleben können, wenn auch der Eimsbüttler Einzelhandel und die Eimsbüttler Gastronomie überleben. Und dann haben wir die Initiative Eimsbüttel retten ins Leben gerufen. Und das hat ganz hervorragend funktioniert. Also im Grunde standen wir vor der Wahl, entweder jetzt alle Leute zu entlassen und aufzuhören, weil man, wenn man keine Einnahmen hat, natürlich auch nicht unbedingt Ausgaben haben sollte. Und man wusste ja am Anfang noch nicht, wie lange das jetzt alles dauert mit dem Lockdown und so, haben uns dann aber entschieden, quasi Eimsbüttel zu retten und haben für die ganzen lokalen Läden Gratis-Werbung gemacht. Und ja, natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass die nicht nur, dass wir ihnen dabei helfen können zu überleben und da in sozusagen der anderen Community, der Leser-Community, ein Bewusstsein zu schaffen, lokal einzukaufen und da für die Läden was zu tun.
Und auf der anderen Seite dachten wir natürlich auch, am Ende irgendwann wollen die auch wieder was bewerben und vielleicht denken sie dann auch, dass wir in der Zeit für sie da waren. Genau, wir haben zum Beispiel diese Plakate zum Download bereitgestellt. Da haben sich über 300 Läden in, ich glaube am ersten Abend schon 60 Läden so ein Plakat ausgedruckt und in, ins Schaufenster gehängt. Mittlerweile sind das über 300 Geschäfte. Das hängt auch immer noch. Das ist einerseits die Möglichkeit für die Ladenbetreiber, den Kunden zu zeigen, hey, wir sind noch für euch da, obwohl Krise ist. Ganz am Anfang war das ja nicht so ganz eindeutig. Man wusste nicht, welche Läden jetzt überhaupt aufhaben. Also als sie wieder aufmachen durften, haben wir auch längst nicht gleich alle wieder aufgemacht. Und das andere ist, dass wir eben auf der Eimsbüttel retten Plattform diesen Geschäften die Gelegenheit gegeben haben, sich einzutragen. Da konnten sich gratis eintragen und sagen, was ist eigentlich meine Corona-Aktion, mein besonderes Corona-Angebot. Das heißt, viele haben ja in Windeseile einen Online-Shop auf die Beine gestellt oder Restaurants haben Lieferservice oder Takeaway eingerichtet oder ähnliches. Und während uns ganz viele Geschäfte geschrieben haben, hey, könnt ihr nicht mal irgendwie was über uns schreiben, wir haben da jetzt einen neuen Takeaway-Service oder so, haben gleichzeitig ganz viele Leser uns gefragt, wo kriege ich denn jetzt überhaupt noch was zu essen? Und da haben wir gedacht, das müssen wir jetzt zusammenbringen, das erwartet Eimsbüttel irgendwie von uns und dann haben wir das eben in dieser Form gemacht. Genau. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, weil das, nein, eine Sache noch, im Nachhinein fand ich ganz interessant, dass, also es gibt ja von der Handelskammer immer solche Videocalls, wo die verschiedenen Einkaufsquartiere sich regelmäßig zusammenfinden und sich austauschen und jetzt in der Krise halt besonders natürlich ausgetauscht haben, wie sie alle so die Krise meistern. Und im Nachhinein finde ich das jetzt sehr interessant, dass mir da gerade bestätigt wurde, dass Eimsbüttel von allen Einkaufsquartieren in Hamburg am besten weggekommen ist. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, das liegt nur an unserer Initiative, aber ich bin mir sicher, dass es dazu beigetragen hat. Es gibt schon eine ganze Menge Eimsbüttler, die aufgrund dieser Initiative und aufgrund dieser Solidarität und dem Bewusstsein, lokal einzukaufen, dann eben tatsächlich auch die Läden in der Gegend unterstützt haben. Und zusätzlich eben zu dieser Plattform, wo diese vielen hundert Läden waren, haben wir immer noch auch einzelne Läden nochmal besonders hervorgehoben, wenn da, wenn da was Besonderes passiert ist, wie zum Beispiel, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel von dem Seifenladen, der Hamburger Seifenkontor, der sagte, der hat uns angeschrieben und sagte, es ist völlig verrückt. Ich sitze hier auf einem Riesenberg Seife. In den Supermärkten und Drogerien gibt es im Moment keine Seife oder es ist auf jeden Fall Mangelware. Trotzdem kommt hier keiner her, weil alle Leute denken, es gibt nur Supermärkte gerade und alle Einzelhändler dürfen nicht öffnen. Und dann haben wir halt darüber geschrieben und am nächsten Tag war sein Laden voll und die standen bis um die Ecke und nach wenigen Tagen hat er alle seine Seife ausverkauft gehabt und war mega glücklich und davon gibt es halt einige Beispiele. Genau, und wir haben jetzt überlegt, wie können wir Eimsbüttel retten oder das, was wir damit bewirkt haben, auch über die Krise hinaus weiter betreiben oder Eimsbüttel weiterhelfen. Und da haben wir uns überlegt, also was eigentlich noch fehlt in unserem Stadtteilportal, ist auch die Möglichkeit einzukaufen. Bisher ist es eben nur eine Plattform, wo es Infos gibt über die Geschäfte, aber man kann halt noch nicht da direkt kaufen. Und dann haben wir, wie ja vorhin am Anfang schon gesagt wurde, innerhalb dieses Fast-Mover-Prozesses oder Programms einen Prototyp für einen lokalen Marketplace für Eimsbüttel entwickelt. Das ist im Grunde ein lokales Amazon, wenn man so will. Das Problem ist halt, wenn lauter kleine Läden in Eimsbüttel einen Online-Shop machen, der auch ganz gut funktioniert, immer noch, dass man sich bei Amazon einmal einloggt und dann alles kaufen kann und in Eimsbüttel müsste man sich eben für jeden Online-Shop neu anmelden und ich kann auch nicht über verschiedene Läden hinweg in einen Warenkorb einkaufen. Und diese neu entstandene oder verstärkte Bereitschaft, auch lokal einzukaufen, haben wir uns überlegt, eigentlich jetzt nutzen und da so einen Marktplatz machen. Genau, und einen Prototypen haben wir auch schon fertig, das funktioniert soweit auch alles. Und jetzt war noch die Frage, wie man diese
diese beiden Communities, quasi die Leser auf der einen Seite und die lokale Wirtschaft auf der anderen Seite, verknüpfen kann zu einer Eimsbüttel-Community. Und wir haben Paid Content seit Anfang des Jahres, Eimsbüttel Plus heißt das, da können die Leser eben, einerseits kriegen sie das Magazin zugeschickt, andererseits können sie exklusive Online-Inhalte dann lesen. Und die Idee ist halt, dass diese Eimsbüttel Plus Community, dass man denen Vorteile gibt, zum Beispiel, wenn sie jetzt einkaufen in diesen Läden oder also in dem Online-Shop oder auch offline, dass sie dann da Rabatte kriegen und so weiter. Also da gibt es noch viele, viele weitere Ideen, aber so lassen sich die beiden irgendwie verknüpfen. Und genau, was man dann im nächsten Schritt noch machen könnte, wäre ein nachhaltiges Lieferkonzept. Da haben wir bisher mit den Leuten von Starship gesprochen. Das sind diese kleinen Lieferroboter, die immer durch die Gegend fahren und bisher Pizza und Sushi, glaube ich, liefern. Aber das ließe sich natürlich auch ganz hervorragend verbinden mit dem Eimsbüttler Einzelhandel. Aber auch Lastenfahrrad wäre denkbar. Da hätte man auch Same-Day-Delivery. Also nicht langsamer als Amazon, aber es kommt eben vom Laden um die Ecke und abends fährt halt einer mit dem Lastenfahrrad rum. Die Inline-Kuriere, mit denen wir schon gesprochen haben, haben auch gleich signalisiert, uns da irgendwie Festpreise machen zu können. Also das ist auf jeden Fall etwas, was bei vielen irgendwie gut ankommt und die Bereitschaft, glaube ich, da in Eimsbüttel was aufzuziehen, ist da. Genau, und ja, nebenbei würde man, wenn man das Ganze wenn man dadurch auch dieses Eimsbüttel Plus attraktiver macht, worüber wir ja unsere Abos verkaufen, hätte man gleichzeitig auch noch mehr Einnahmen, um Journalisten einzustellen und den Lokaljournalismus direkt zu stärken.